Wenn man Olympiasieger ist, glaube ich, ist es das perfekte Jahr. Das darf ich dann wirklich sagen. Sperrwerfer sagen sehr, sehr ungern perfekt. Einfach weil wir dauerhaft irgendwas optimieren wollen. Aber dieser Jahresausgang ist auch zu dem Zeitpunkt schon wirklich sehr, 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 sehr nah an perfekt. Jetzt ist das, glaube ich, dein zweites Meeting hier. Zweites Mal bei Weltklasse in Zürich. Und wenn ich das so sagen darf, in Zürich hattest du ja 2014 gemischte Gefühle. Zuerst bei der EM. Hast du dich noch über den neuen Belag beklagt? Warst nicht der Einzige, der da Probleme hatte. Da waren auch Sprinter und Springer dabei, die ihre Probleme hatten. Danach, ein paar Tage später, bist du aber an Weltklasse Zürich gekommen und hast eigentlich ein bisschen, hatte ich einen Eindruck, mit der Wut im Bauch danach den Sieg geholt und völlig überraschend auch das Diamond Race gewonnen. Was ist jetzt so deine Beziehung zu Zürich und zur Weltklasse? Ich muss sagen, ich freue mich ehrlich gesagt seit über einem Jahr jetzt schon wieder auf das Meeting hier. Ich habe die Bahn, mit der ich zuerst wirklich Probleme hatte, dann bei Weltklasse 2014 auch lieben gelernt. Die hat auch was Gutes, wenn man dann schafft, wirklich seine Nägel da reinzubekommen in den harten Belag, dann hat das auch was Gutes. Also komplette Kraftübertragung. Und ich glaube, man kann hier richtig weit werfen. Du wirfst lieber ein bisschen flacher als steil, ist das richtig? Genau. Setze die Speere lieber ein bisschen flacher an, setze dann darauf, dass der Speer von selber steigt, einfach durch den Anströmwinkel und durch die Machart der Speerspitze. Ist auch ein bisschen speerabhängig. Das heißt, der Speer, den ich gerne werfe, der möchte auch recht flach geworfen werden. Ist recht schwer zu treffen, der Speer, aber wenn er denn dann getroffen ist, dann fliegt er auch wirklich eine sehr schöne Flugkurve aus und das ist so mein Style, sage ich mal. Bist du mit nicht ganz sicherem Zustand nach Rio gefahren und Olympiasieger geworden? Was war so dein persönliches Erlebnis? Wie hast du das so ein bisschen empfunden, diese Verletzung und dann doch den Olympiasieg abgeholt sozusagen? Ja, zuerst der Weg dahin war wirklich ein sehr, sehr schwieriger. Jeder Athlet ist sehr ungern verletzt und ich war es in meiner Karriere toi, toi, toi noch gar nicht oft. Das heißt, es war auch schwer damit umzugehen. Wir waren unter extremem Zeitdruck. Also so weit war die Zeitspanne nicht zwischen EM und Olympischen Spielen. Bin dann mit sehr gemischten Gefühlen auch nach Rio angereist. Wir haben vorher schon mal geworfen. Ist natürlich wichtig, wenn in Deutschland war eine extrem starke Sperrwurfriege. Da kann man nicht verletzt zum Höhepunkt fahren. Da hätte man dann den Startplatz jemand anderen geben müssen. Das ist natürlich auch von Verbandsseiten da sogar überprüft worden. Von der Warte her war ich wettkampffähig, aber mein Anspruch war natürlich ein ganz anderer, nicht wettkampffähig zu sein, sondern eher medaillenfähig zu sein nach der Vorleistung aus dem Jahr. Ja, dann haben wir in Rio 6, 7 Tage vor der Quali waren wir angereist, dann dort fleißig noch trainiert, aber Training war die letzten Wochen vor der Olympiade einfach nur Reha, Reha, Reha und wieder Reha, bisschen Beine, bisschen Sprünge. Das ist eh was, was ich viel mache und gerne mache. Was wichtig ist einfach für meine Leistung auch, 80% irgendwo bis hier, 20% macht der Arm dann vielleicht noch. Und dann haben wir das so lange geschont, bis es wirklich auskuriert war. In der Quali dann noch ein mulmiges Gefühl gehabt, da auch eine relativ schwierige Quali gehabt, die aber im Endeffekt perfekt war, weil wir 2 Tage zwischen Quali und Finale hatten. Da war es perfekt, dass ich die Quali eigentlich ein bisschen mich schwer getan habe, da ein bisschen trainieren konnte. Und dann war ich wieder drin, dann habe ich meinem Körper wieder vertraut und dann hat es funktioniert. Da gab es ja auch schon wieder so ein paar Zwischenrufe nach der Quali. Hat man schon gesagt, Thomas Röhler ist nicht fit, das klappt gar nicht. Hast du das überhaupt mitgekriegt oder sagst du dir, das interessiert mich alles nicht? Ja, ich wusste am Tag der Quali, direkt beim ersten Wurf wusste ich, okay, dir geht's wieder gut, das wird hier was werden. Und am nächsten Morgen nach der Quali bin ich aufgewacht und habe mir gesagt, hey, das mit dem Olympiasieg, das gehen wir jetzt mal schon an. Das habe ich mir selber gesagt. Ich habe mich wirklich super gefühlt an dem Morgen. Und jeder Sportler kennt das. Man weiß meistens am Morgen danach erst, wie es einem wirklich geht. Am Wettkampftag selber ist man noch so gepusht, so viel Adrenalin, dann merkt man gar nicht, was der Körper eigentlich für Signale aussendet. Aber am nächsten Morgen war das alles positiv, keinerlei Schmerzen oder irgendwas. Und dann wusste ich, ganz egal, was da in der Zeitung steht, das hat mich eigentlich erheitert, was ich da gelesen habe stellenweise, dass ich mich ins Finale gezittert habe. Mein Trainer und ich, wir wussten schon ziemlich genau, was wir da tun. Na, eine letzte fiese Frage vielleicht. Jetzt bist du Olympiasieger mit 24. Was hast du eigentlich noch für eine Motivation? Was gibt's denn jetzt noch? Weiterwerfen im zeitlichen Sinne und weiterwerfen vor allen Dingen auch im Sinne der Distanz. Weil ich bin mir sicher, man kann mit dem Speer wirklich noch nicht wesentlich weiter, aber man kann mit dem Speer schon einiges weiterwerfen. Der Weltrekord ist auch noch ein Stück weg. Und in dieser Saison habe ich gemerkt, das ist gar nicht so weit weg. Das schien lange wirklich unerreichbar, diese verrückten Weiten in Richtung
in Richtung der 100 Meter, ich will da jetzt nicht übertreiben, aber in diese Richtung gedacht, schien völlig unmöglich. Aber nach dieser Saison muss ich sagen, haben wir einfach clever weiter trainiert, ein bisschen anders trainiert vielleicht, ein paar Sachen ausprobiert, auch technischerseits, dann kann man sich schon mal 2-3 Jahre einfach auf die Seite legen und probieren, einfach richtig weit zu werfen.